Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 30. September 2021. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, weil einige nachgefragt haben, tatsächlich war gestern Abend in Kiel das erste Mal wohl seit 50 Jahren ein Tornado unterwegs, eine Windhose, die auch an der Kiellinie, also am Wasser, einigen Schaden angerichtet hat und auch Menschen verletzt haben. Es sind einige Ruderer ins Wasser geschleudert worden. Wer zufällig jemand das mithört, gute Besserung von dieser Stelle aus. Ich selber war zur gleichen Zeit auch draußen, aber hier in Cuxhaven, also in der Nähe von Kiel, und habe davon nichts mitbekommen. Erst später in den Medien. Und ja, ein besonderes Ereignis, ein Naturphänomen in Kiel. Ich selber habe so ein Tornado-Windhose mal in Kroatien über dem Wasser gesehen. Es wirklich, sieht man mal wieder, welche Kraft in der Natur steckt und wie zerbrechlich doch unsere Welt ist, in der wir uns immer in der Illusion der absoluten Sicherheit wähnen und meinen irgendwie, nie kann etwas grundsätzlich kaputt gehen und es geht immer so weiter wie gehabt und da kann man mal sehen, wie schnell sich die Dinge auch ändern können. Gut, zur Astrologie. Heute der letzte Septembertag. Morgen treten wir ein in den Oktober, so wie wir früher scherzhafterweise die Monate Oktober und November zusammengefasst haben, weil das immer Monate waren, mit denen man früher nicht so viel anfangen konnte, wettermäßig, frühe Dunkelheit. Das hat sich ein bisschen geändert. Ja, fangen wir mit dem Mond an. Viele Aspekte, die ich gestern und diese Woche besprochen habe, werden jetzt, heute und morgen exakt. Und dazu gehört auch der Mond. Der Mond ist auch heute im Zeichen Krebs. Er wechselt dann in der Nacht zu morgen, also zum Freitag um 2:53 Uhr ins Zeichen Löwe. Das werden die wenigsten von uns mitbekommen. Und dann morgen früh dann zum Tageshoroskop, morgen am Freitag ja wie gewohnt die Aussichten zum Wochenende, haben wir dann den Mond im Löwen, im kraftvollen Zeichen Löwe. Heute mit Mond in Krebs ja nochmal so ein bisschen die Nabelschau. Mond im Krebs ist ja sehr emotional, macht auch gefühlsmäßig recht, bringt so eine Empfindlichkeit auch mit sich, die dann durch alles Mögliche ausgelöst werden kann. Mond im Krebs hat ja viel damit zu tun, sich in sich selbst und wie ich gestern noch erklärt habe und auch da vielleicht nochmal nachhören oder auch damit dann auch in unserem Körper und immer weiteren Kreisen, also in unserer Wohnung, also in uns selbst, also in unserer Seele oder in unserem Gemüt, was ja ohnehin entscheidend eigentlich immer ist für unsere Verfassung, ne? Wie sieht es mit meiner Gemütsverfassung aus? Ne? Denn wenn unsere Gemütsverfassung nicht gut ist, dann können im Äußeren noch so viele gute Dinge sein. Das wird uns nicht wirklich positiv stimmen. Umgedreht natürlich schon. Also wie sieht es mit meinem Gemüt aus? Wie wohl fühle ich mich mit mir in meinem Körper, in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meinem Ort, in meinem Land, etc. etc. Und das wird eben oft verwechselt. Dass man sich nicht so gut mit sich selber fühlt, wird dann projiziert, übertragen aufs Land und dann heißt es eben, ich fühle mich in Deutschland nicht mehr wohl, was ja durchaus sein kann, aber oft ist es eher so, dass man sich mit sich selbst nicht wohl fühlt. Ja, Mond ist abnehmend, am 6. Oktober kommt es zum super interessanten Neumond in der Waage, schon mal nachzuhören in meinem Video über den Oktober 2021 auf 1961, bumm. Ja, soweit der Mond. Dann haben wir ja verschiedene Aspekte, die exakt werden. Und zwar morgen. Da haben wir zum einen hier den Mars in der Waage, der in die Opposition zum Chiron oder Chiron läuft. Morgen Nachmittag exakt. Kann eben auch bedeuten, dass hier durch äußere Aktivitäten, durch andere Menschen und so weiter, alte Wunden, alte Verletzungen von uns angestoßen, angetriggert, wie man ja so schön sagt, werden könnten. Hier die Chance, nochmal genau hinzuschauen
Und eben auch zu schauen, ob die Bewusstwerdung dieser alten Verletzung, dieser alten Wunden, ob die nicht so eine Art Schlüssel, ne, wir sehen ja, das Chiron-Symbol ist ja wie so ein Schlüssel, nicht so eine Schlüssel für uns sein kann, da anders mit umzugehen, das zu heilen, zu reintegrieren. Oder eben auch, dass wir eben auch erkennen, dass wir der Mars sind, dass wir auch andere Menschen verletzen. Und wenn uns das bewusst wird, und wir können ja Dinge nur ändern, wenn sie uns bewusst werden, und bewusst werden uns die Dinge nur, wenn wir eine gewisse Achtsamkeit haben, also wenn wir so ein inneres Gewahrsein haben, was durch Meditation und durch Bewusstsein verstärkt werden kann, dass wir uns eben auch mal fragen, warum tun wir das? Und oft ist es ja so, dass wir eigenen Schmerz dann weitergeben müssen, weil wir es nicht aushalten können damit. Ne, also durchaus eine Konstellation, die die Möglichkeit zur Heilung bietet, aber eben oftmals auch alte Wunden reaktiviert. Ähnliches auf anderer Ebene gilt für den Merkur. Merkur ja rückläufig in der Waage noch bis 18. Oktober. Und Merkur hier läuft ins Quadrat zu Pluto im Steinbock. Pluto auch noch rückläufig. Auch das ist morgen Nachmittag exakt dieser Aspekt. Und das bedeutet eben auch, dass wir vielleicht mit unangenehmen Wahrheiten, mit Ängsten, Verdrängungen, alten Glaubensvorstellungen konfrontiert werden. Auch das Merkur-Pluto hat ja auch so mit Glaubensvorstellungen zu tun. Nicht? Ich bin davon überzeugt, dass etwas wahr ist. Also ist es für mich wahr. Und deswegen hinterfrage ich es nicht mehr und laufe dann mit diesem Glaubenssystem oder dieser Glaubensvorstellung durch die Welt und verenge dadurch meine Sichtweise, verenge die Möglichkeiten, die ich habe, was natürlich bequem ist, weil ich muss nicht mehr nachdenken, ich muss mich nicht möglicherweise konfrontieren, auch mit anderen Sichtweisen, was aber auf der anderen Seite natürlich mein Sichtfeld total verengt und auch die offene Kommunikation mit anderen auf ein Mindestmaß herabsetzt. Hier mal auch heute und morgen besonders darauf achten, wo wir Dinge für wahrnehmen, ohne zu wissen, ob die wirklich wahr sind. Nicht? Außerdem auch hier kann es auch zu Verletzungen kommen in Gesprächen, Kommunikation, heute und morgen vielleicht sehr vorsichtig sein, wenn es um wichtige Aussprachen oder um wichtige Gesprächstermine geht. Ja, die Venus läuft ins Quadrat zu Jupiter. Dieser Aspekt ist in der Nacht zum Freitag, zum Morgen exakt. Das ist durchaus ein Wachstumsaspekt über die Venus. Durchaus die Möglichkeit, eben auch hier auch mal an der einen oder anderen Stelle positives Glück zu erfahren, auch wenn es das Quadrat ist. Ich höre es schon wieder unten. Na, also da auch das Quadrat ist ja an sich kein schlechter Aspekt. Er bindet ja auch Planeten zusammen. Es hängt eher davon, also es hängt weniger meiner Meinung oder Erfahrung nach davon ab, welche Natur der Aspekt hat, sondern eher welche Planeten oder sind an diesem Aspekt beteiligt. Also Beispiel, ich gehe ja lieber mit einem netten Menschen im Regen spazieren, als mit jemand Unangenehmes im Sonnenschein. Und klar, Venus, Skorpion und Wassermann wollen Unterschiedliches, aber Venus und Jupiter hängen hier zusammen. Und dadurch gibt es auch die Möglichkeit, die wir vielleicht selbst organisieren müssen, auch hier für Glück und inneres oder auch äußeres Wachstum. Ja, soweit zu heute. Morgen, wie gesagt, gibt es dann das Tageshoroskop mit den Aussichten zum Wochenende. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.